Räumen an zum Regionalwetter am Montag, der 13. Juni 2016. Ja, wie ihr hinter mir seht, es fließt immer noch sehr viel Wasser. Der Riahe, also der Bodensee, der wird gespeist jeden Tag mit recht großer Wassermengen. Insgesamt fällt doch oder in den nächsten Tagen noch einiges an Niederschlag. Und das heißt natürlich, dass der Juni, so wie man es sonst vorstellen, nicht in Sicht ist. Heute am Nachmittag und am Abend, da gibt es immer wieder ein paar kurze Regenschauer. Zwischendrin ist es bewölkt oder wolkig, die Sonne, die zeigt sich kaum und in der Nacht kühlt es wieder ab auf Temperaturen im Rietal von ca. 14 bis 12 Grad. Ja, und der morgige Dienstag, der startet da mehrheitlich wolkig bis bewölkt, einzelne Regenschauer, doch untertags, da dürfte es mehrheitlich trocken bleiben und die Sonne könnte sich zumindest phasenweise ein bisschen sorgen. Die Höchstwerte morgen am Dienstag sind wieder nur lauwarme 18 bis 20 Grad. Und eben je nachdem, ob die Sonne rauskommt und gerade gegen den späteren Nachmittag Arbeit, können es vereinzelt wieder ein paar Schauer gehen. Also nicht ideale Aussichten momentan für die Public Viewings und morgen spielt die Österreich. Also mit ein bisschen Glück bleibt es trocken, aber man muss mit dem einen oder anderen Schauer rechnen. Weiter geht es am Mittwoch unbeständig. Auch am Mittwoch sind die Temperaturen ähnlich, so zwischen 16 und 21 Grad. Und immer wieder ist mit Schauer zum Rechner, der Himmel sorgt sich überwiegend bewölkt, ab und zu kommt Sonne durch. Ja, und wenn wir auf den Donnerstag schauen, da wird es noch nässer. Es kann recht große Niederschlagsmengen zimmer, was natürlich die angespannte Situation mit der vollgesogenen Böder ohne entspannt. Es wird am Donnerstag wieder recht dramatisch in manchen Regionen, gerade im Norden Vorarlbergs, wo doch schon die Pegel sehr hoch stand bei der kleineren Flüsse. Und die könnten durch einen starken Gewitterschauer recht rasch anstiegen. Ja, leider derzeit aber keine sonnige Aussichten. Aufs Wochenende wird es zwar ein bisschen besser, aber es bleibt weiterhin unbeständig und es ist kein Sommerhoch in Sicht. Ja, und darum wird noch viel Wasser drin auch erinnern die nächsten Tage. Mit den Aussichten wünschen wir euch auf jeden Fall eine spannende Europameisterschaftspartie mit hoffentlich trockenem Himmel oder trockenen Bedingungen, falls ihr dir draußen bei Public Viewings anschauen. Und wir hoffen, dass wir beim nächsten Regionalwetter euch bessere Aussichten präsentieren dürfen. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao miteinander und danke fürs Zuschauen. Tschüss.